Freunden von Mr. Bickle sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Erpresserische Absichten. Nadja hat mir noch eine Eule geschickt. Sie meint, dass sie sich ohne das Wissen ihrer Mutter wegschleichen kann. Ach ja, stimmt, sie war ja das Problem mit ihrer Mutter. Sie arbeitet ja als Astronomielehrerin jetzt in Hogsmeade. Also nicht Astronomie, sondern wie heißt das andere? Astrologie. Ne? Das war so ein bisschen mit mehr Spinnerei. Arbeitet sie als Lehrerin. Ich soll sie von Hogsmeade treffen, ja, und sie, um da nochmal reinzugehen, sie hatte ja irgendwie einen Traum, dass, weil sie ja ein Animagus ist, sie kann sich zu einer Gazelle irgendwie verwandeln, keine Ahnung. Sie hatte da irgendwie den Traum, die Mutter, dass sie irgendwie dann als Gazelle stirbt oder irgendwas Schlimmes dann passiert. Und deswegen möchte sie die Mutter nicht, dass Nati irgendwie sich wegschleicht und rausgeht und so weiter. Und jetzt soll ich sie für Hogsmeade treffen. Und dann, ja, geht's ja, denke ich, mal ein bisschen auch die Story weiter wieder. Der Storystrang ist auch spannend, was mit Nati wirklich passiert dann irgendwann. Mal gucken. Landen ist momentan nicht verfügbar. Warten. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich dachte, das ist bloß ein Gespräch. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich sie finden? Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Was soll ich in Erfahrung bringen? Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Ich rede mit Mr. Bickles Freunden. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. So, jetzt haben wir Auftrag gestartet, erpresserische Absichten. Wir sollen jetzt, wie wir ja gerade gehört haben, mit den drei verschiedenen Personen sprechen. Agathus, Filbert, Daisy Rape, Otto Dibble. Und ja, hier wird mir schon gleich der erste markiert. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen quatschen, ne? Warum auch nicht? Und untere Hauptstraße ist das. Auch hier. Ah, hier! Seit wann gibt's jetzt Weihnachtszeug hier? War das vorhin auch schon so? Boah! Ich glaube, ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal hier den Weihnachtsbaum. Es war zwar Winter, aber jetzt ist es weihnachtlich. Da müssen wir unbedingt mal in der großen Halle dann nochmal zum Schluss reingehen. Vielleicht gibt's da auch nochmal was Schönes. Da war ich ein bisschen enttäuscht einmal, dass da irgendwie nichts geschmückt ist. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Ich glaube, die ist oben. Ja, also oben. Okay. Einmal hoch, einmal runter. Oh, Isco, was habe ich getan? Hallo, Daisy. Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt?
Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum sollte Harlow ihren Mann und nicht sie entführen? Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow Informationen über Gringotts gegeben? Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein, ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Bestätigt die Notiz die Entführung? Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügige, bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheiten sollten unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Ja. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Das ist ja schon die erste Story ja schon wieder mega krass hier. Also Tomory schreibt, umso weiter man mit der Hauptquest kommt, umso schöner wird es hier geschmückt in Hogsmeade. Und wahrscheinlich auch ein bisschen in Hogwarts, hä? Das ist cool. Also jetzt auch hier so Grenze und so. Also das, ich weiß nicht gar nicht. Also das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, wo ich hier das erste Mal im Winter hier so drin war, draußen war. Ja, schön. Das gefällt mir. Die Brille sieht so scheiße aus. Okay. Der Erste, der hier sagt, die Brille sieht scheiße aus, dann mache ich das halt weg. So. Wenn noch einer sagt, der Hut sieht kacke aus, dann mache ich auch noch den Hut weg. Arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Hallo, Otto Dibble. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Was? Ich versteckte Voldemort? Die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann.
Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Diese Nachricht. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier. Mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Wie verbergen Sie die Erpressung? Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Mr. Hill scheint nett zu sein. Können Sie es ihm sagen? Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Tomery fragt, ob ich die Stimme kenne wieder. Wir sind auf ist das hier Lodgok? Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ist das die Stimme von Lodgok jetzt gewesen? Oder irre ich mich da jetzt gerade extrem? So, okay. Also wir sollen jetzt nur noch mit Agabus Filbert sprechen. Ventu schreibt, bin persönlich auch immer ohne Hut rumgelaufen. Ich hatte die Haare immer schön und das hat keiner gesehen mit Hut, ja. Ja, ich hatte ja dann auch mal in ein paar Folgen... Filbert muss hier irgendwo sein. In ein paar Folgen hatte ich ja auch mal keinen Hut und keine Brille auf, aber ich dachte mir jetzt, ja, komm, wir machen mal wieder Brille. Aber die Brille sehen... Ich finde, die Brillen und die Hüte sehen alle scheiße aus irgendwie. Und da ich mir nicht so viel aus Klamotten mache, denke ich mir scheiß drauf. Das ist Agabus Filbert. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. So, es war klug von Ihnen nicht zu sagen. Ja, keine Ahnung, ne? Für und wieder, meinetwegen, Sie hätten vielleicht Letzte. Mr. Bickles Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Informationen an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Ja, nochmal zum Abschluss natürlich Natty. Tomre schreibt richtig, also der zweite Typi, der Name ich schon wieder vergessen habe, war also von Lodgok die Stimme. Das Hochdeutsch und die Stimmlage ist echt unverkennbar. Ja, also
klang ähnlich und deswegen habe ich mir jetzt so gedacht, das ist bestimmt Lordcock. Aber so ein richtiger Spezialistenstimmen raushören bin ich jetzt nicht so sehr, glaube ich. Nati ist sonst nie zu spät. Ja. Sie wollte in den Eberkopf. Ach so. Vielleicht ist sie ja dort. Schön, dass wir hier rennen, damit wir nochmal zurückrennen können. Da ist der Eberkopf. Oder war das jetzt gerade Nati? Nee, ne? Nein, von hinten sahst du gerade aus. Ich würde die Quest jetzt nicht weiterspielen. Die dauert noch etwas. Ach so? Oha. Ich dachte, das wäre nur ein Gespräch. Wir ziehen das jetzt doch weiter durch. Leider. Oder was ist leider? Ich kann halt nicht schnell reisen. Nati muss hier irgendwo sein. Nati! Oh, der Zauberstab von der, das ist aber jetzt wirklich... Natis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Ach so, ja, stimmt. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also stimmt. Sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Sie kann ohne ja den Zauberstab zaubern. Hier haben wir nochmal so eine kleine Handbuchseite. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einen das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in den zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Ja, da gehen wir jetzt, denke ich mal, ran hier am Wirtshaus. Da gibt es ja irgendwie so eine Markierung schon. Von hinten? Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Gehen wir jetzt rein. Ja, ich weiß nicht, jetzt, ob man jetzt... Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Wahrscheinlich hier wieder mit Akio. Akio! Geheimtür. Hm. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Revelio. Ja, also der Ventura hat schon angekündigt, die Mission wird jetzt ein bisschen länger dauern. Mal gucken. Also wir können ja. Wir können dann einfach halt einen Cut machen. Und dann morgen weitermachen, genauer an der gleichen Stelle. Also hier gibt es optionale Ziele, sehe ich gerade. Allein Rookwood, niemandem sonst. Revelio. Finde Agabus Filberts Gedichtband, steht hier. Und finde Otto Dibbles Liebesbrief. Und natürlich Nati finden. Das ist aber kein optionales Ziel, sondern wichtig. Ich habe genug von Feldcroft. Ich hoffe, ich muss es nie wiedersehen. Feldcroft war ausgesprochen öde. Wehrt sich heutzutage denn niemand mehr? Ob ich möchte oder nicht, das ist denen scheißegal, das wird ja gleich losgehen. Konzentrier dich. Es wird Zeit, dass Rookwood Ranrock das Ruder aus der Hand reißt. Wer ist da? Ja. Ich bin. Komm zurück! Toll, hä? Ich hab gar nichts machen können. Nicht einen mit Petrificus Totalus. Ich mache jetzt nur alte Magie schnell hier. Alles, was geht, rein. Meine Alleraune. Die Wurzel allen Übels. Betäube 10 unterschiedliche Gegner mit einer Alleraune. Habe ich jetzt gerade erhalten. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weggehen. Das wird hier ein bisschen kleiner Fight werden. Wenn die hier um die Ecke kommen, schreie ich die mit der Alleraune an hier. Und töte die. Buh! Und hier nochmal da hinterher. Ach Mist. Die Wand. Die Wand. Oh. Hat mich abgehalten. Weitere schlimme Dinge zu tun. Hey, Doktor.
Wir gehen wieder zurück. Da, wo wir hergekommen sind. Oh nein! Bin ich jetzt gestorben? Oh, was war denn das jetzt für ein toller Blitzdings-Mist? Muss die scheine Tiere suchen, John. Ach so, okay. Ja, okay, also der erste Kampf, der erste Fight war jetzt natürlich völlig für den Arsch. Ach du Scheiße. Hallo Ventru. Ich sollte unentdeckt bleiben. Das wird nicht klappen. Hallo. Ich bin jetzt gerade beim ersten Mal gewesen und ich hab's gleich wieder verkackt. Aber ich versuche mal hier ein paar Leute. Also das ist wirklich ein riesiges Chaos dann irgendwie. Ich hab noch. So, als zwei Leute konnten wir jetzt wenigstens kalt machen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ach nee, doch, nur einer bloß. Warum ist der nicht gestorben? Oh, also, die sind schon stark, ne? Alraune der Macht. Vielleicht doch mal in Maximaltrank, aber der hält auch nicht so lang. Das ist das Problem. Also die kann irgendwie blitzdingsen und das ist extrem stark, ne? Da müssen wir aufpassen. Oh, und die schießt immer gegen die Wand. Ich glaube, wir werden doch mal so einen Fokustrank nehmen hier. Die sind aber hartnäckig hier. Ganz ehrlich, das sind richtige hartnäckige. Eieiei. Erstmal ausruhen. Setze eine Alraune gegen einen Gegner ein. Ja, haben wir gemacht. Verlangsamt einen Panzer der Erschwindere, nachdem er seinen Blitzer entfesselt hat. Ach nee. Da hab ich keine Lust jetzt hier. Ich bin froh, wenn ich hier durch bin. Haben wir jetzt eigentlich schon die Bossgegnerin kalt gemacht? Nee, ne? Schnell mal unsichtbar gemacht. Oh, Scheiße. Haben wir jetzt schon die Bossgegnerin kalt gemacht? Da war doch eine. Wäre ja erstaunt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir die kalt gemacht hätten. Da oben stehen auf jeden Fall noch ein paar Leute. Ich komme und Ivo stirbt. Das ist kein gutes Omen, ja. Hallo, Sean. Hallo. Aber ich glaube, ja, einmal muss ich ja sterben, um das mal zu merken, dass es schwer ist. Beim zweiten Mal sterbe ich nicht. Nein. Ich glaube, jetzt haben wir schon die Überhand gewonnen hier. Ich werde mich jetzt nur noch unsichtbar machen und werde die alle heimlich töten. Aber ich frage mich, was mit der Starken jetzt passierte. Die hatte so einen elendig langen Lebensbalken und ich habe niemanden getötet, der so lange Lebensbalken hatte. Bist mir lieb wie ein Augury, der vom kommenden Regen singt wie ein treuer Gruppwart. Ichi. Auf dass der Wind dich zu mir bringt, mein Herz verzaubert, das hast du und nun bin ich ganz die Deine. Auch ich hab's gewusst, Inu bist mir ewiglich der Eine. Dulcibella Philibert. Das Buch war mit Gedichten, das Agabus Philbert gestohlen wurde. Genau. Er wird sich sicher darüber freuen. Das war jetzt ein Teil des optionalen Zieles. Da oben stehen noch ein paar. Revelio. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Ich gehe jedes Mal da rein und raus, wo ich schon war. Ey, ich bin jetzt so komplett verwirrt hier. Na gut. Wir gehen hier hoch, ja. Das ist der richtige Weg. Irgendwie kommen mir die Stimmen echt zu krass vor, ja? So.
Mein lieber Otto. Ah, das ist ja ein toller Brief, ne? Das ist ein deutlicher Liebesbrief, weil er ist in rosa. R.H. Ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und ich werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei den Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen, voller Zärtlichkeit. Deine Rosi. Rosis Liebesbrief an Otto Tippel. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Hey! Haben wir ihn jetzt vernichtet? Nee, ne? Revelio. Hallo, Miss Thornberry. Hallo, Miss Thornberry. Hallo, hallo. Also, ich hab's geschafft. Kurzfassung. Na, beim zweiten Mal. Aber warum geht die Tür hier nicht auf? What? Ich habe doch schon eine richtige Magie eingesetzt. Ich sag mal. Diese Geräusche hier auch, ne? Du weißt gar nicht, was die hier machen hier. Was macht denn ihr da? Sag mal. Hier geht's hoch. Ja, also irgendwie ging da, ne? Da war ja was. Aber ich komme da gar nicht hinter. Wo ist denn der Boss geblieben? Ich denke mal, der ist spontan gestorben. Also ich habe ihn nicht getötet. Wüsste ich nicht. Also ich hatte ja den zum ersten Mal so ein bisschen, ne? Aber sag mal, geht das ja echt nicht auf? Ach doch, jetzt. Was ist das für ein räudiger Bug? Lass mich durch. Oh, das gibt's doch gar nicht. Normalerweise gehen die dann kaputt so. Aber da geht hier gar nichts. Oder starb der, weil er sich von meinem Hut erschreckt hat? Glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß. Aber das ist ja auch richtig, das ist ja richtig räudig hier. Kann man das ja irgendwie rausziehen? Nee, ne? Das ist verbuggt, sage ich euch. Ich will durch. Und das geht nicht. Da ist nämlich was. Und ich habe keinen Bock, dass ich das verpasse jetzt. Akio. Oder starb, da weil er sich vor... Ja, Akio. Ich probiere nochmal Akio. Akio. Geht nicht. Ne. Geht nicht. Ist wie fest. Geht nicht. Bombarda habe ich jetzt auch gerade. Vielleicht ganz viel Bombarda. Ja, guck mal. Oh, Bombarda. Wir haben es rausgebackt. Ja, Bombarda war die Lösung. Vielen Dank, Thornberry. Vielen, vielen Dank. Revelio. Bombarda. Damit kann man sich rausbacken. Ah, die Sonnenbrille in schlecht. Ach, Gott sei Dank habe ich es noch geholt. Die machen ja komische Geräusche. Wir schauen mal. Und machen die hoffentlich heimlich kalt. Aber ja, die Bossgegnerin ist wirklich... Also ich habe die nicht kalt gemacht. Mit den paar Angriffen, die ich da gemacht habe, auf keinen Fall. Ne. Entweder ist die wirklich spontan jetzt gestorben. Oder die ist ja noch oben. Wir sollten nochmal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihren Freund finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Der Boss kümmert sich um sie. Wir okay. Alle haben unser Schicksal. Meins ist Traum. Expulsion! Hä?
Warum bist du nicht gestorben? Seit wann stirbt ihr nicht? Trink! Wir brauchen mehrere Petrificus Totalusse. Boah! Was bist du für ein Frosch? Aber wow, selbst mit alter Magie, wie stark sind die? Nein, wo ziehst du hin? Ich sag mal, heilen die sich hier? Das gibt's doch nicht. Wie schwer ist das denn? Es sieht nicht gut aus für dich. Gottes Willen. Ich glaube, ich packe jetzt meine Alraune aus. Ich wollte das ja nicht. Aber lasst mir keine Wahl, meine Alraunen. Gib mir die Macht, euch erstarren zu lassen. Schrei, du Mistvieh. Kommt drauf hier! Oh, irgendjemand ist hinter mir. Das war noch gar nichts. Ist es persönlich? Oh! Jetzt bringen wir es zu Ende. Expulso! Geschafft! Und es war sogar eine Erschwinderin. Ja. Revelio. Also das fand ich echt jetzt extrem schwierig, hier auf Schwierigkeitsgrad schwer. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wo der Boss abgeblieben ist, aber wir sind anscheinend durch. Da war ja jemand, der so einen langen Lebensbalken hatte. Vielleicht ist er auch einfach dann weggebackt, dann, nachdem ich nochmal gespielt habe. Oder noch einen zweiten Versuch gemacht habe. Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache. Rebellion. Sprich mit Mr. Rabe. Er sagt dir, was du tun musst. Ich brauche Hilfe. Das ist Mr. Rabe? Mr. Rabe. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht, aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti konnte meinen Stab nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Revelio. Da. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Ja. Warum haben wir da nicht eher schon reingeguckt? Wir knacken doch hier eher. Alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ein Zauberstab ist im Raum. Ich spüre es. Mr. Rapes Zauberstab. Ja. Er wird erleichtert sein. Oh, guck mal, hier ist ja noch kein Feuer an. Das ist ja frech. Oh, das geht auch nicht. Bitte schön. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Hm. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Oh, ich möchte das schon von nah ansehen. Oh. Das kann ich auch. Da ist ein Basiszauber. Ich schau mal rein. Vielleicht hast du ja hier was liegen. Irgendwas Wertvolles. Nee, ne? So. Hallo, Nati. Vielleicht hast du ja auch was liegen lassen. Danke, Mr. Esco. Auch nicht. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer.
Wir kommen hier allein raus. Nun gut, aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Reveal. Der Kampf bereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Aber haben wir die jetzt nicht schon alle kalt gemacht? Oder kommen jetzt wieder ein paar neue? Diese Erschwinderin müssen bezahlen? Welche denn? Na die, verarsch mich nicht. aber du weißt schon, dass ich hier mich durchgeboxt habe, ne? Bin ja nicht lang geschlichen. Hätte man vielleicht auch machen können. Ich habe mich hier durchgekämpft wegen dir. Ach hier, hoch dann, oder wie? Na, das ist ja hier in... Ach nee, das ist der Ausgang. Alles klar. Das ist jetzt der ganz normale Ausweg. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. War alles kein Problem, ne? Aber erst beim zweiten Mal. Aber wie der Tomeri schreibt, das war nicht normal. Keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen durchgebackt. Natsai, oh, konnte ich nichts für. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Die Behörden waren keine große Hilfe, ne? Eigentlich schon, ne? Verstanden? Ne, ich bin mal jetzt ein bisschen patzig, ne? Ich bin ja ein Gryffindor, ich bin auch manchmal ein bisschen böse. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Das musste ich geben. Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Das war die erpresserische Absichten. Und wir sind fast Stufe 32.